Herzlich willkommen zu einem neuen, längeren Glitch-Video. Aber keine Sorge, es kommen über 100 Glitches, Bugs und Facts Schlag auf Schlag. Sollte euch das Video gefallen, würde ich mich sehr über ein Abo oder einen Daumen nach oben freuen. Noch eine kleine Info, bevor es losgeht. In diesem Video gibt es keine Tutorials, ich werde relativ schnell durch alles Mögliche durchgehen. Aber natürlich immer noch so langsam, dass man versteht, was gemacht wird. Auf meinem Kanal und auch sonst auf YouTube findet ihr viele Infos, wenn ihr einen Glitch selbst nachmachen möchtet. Ein Hinweis noch, Glitchen kann eure Savefile beschädigen. Alles auf eigene Gefahr. Dieses Video ist bewusst als Info gedacht, damit ihr nicht stundenlang nachsuchen müsst und sehr viele Infos kompakt und kurz mitbekommt. Das Video ist so aufgebaut, dass ich alles der Reihe nach aufzeige. Wir starten also im Hauptbildschirm. Los geht's! Befindet man sich im Animationshauptmenü, springt der Ball des Protagonisten jeweils in die Höhe, wenn ein Starter-Pokémon weiterzieht. Bei jedem anderen Pokémon bleibt der Ball in der Hand. Wenn man ein neues Spiel startet, sollte man vorher unbedingt den alten Spielstand löschen. Denn allein durchs neue Spiel starten werden nicht alle Daten in der Memory zurückgesetzt. Um den alten Spielstand zu löschen, drückt und hält man einfach folgende Tasten gedrückt. Select, B und die Pfeiltaste nach oben. Danach wird man gefragt, ob man den Spielstand löschen möchte. Es ist die genau gleiche Tastenkombination in Rot-Blau sowie Gelb. In diesem Video gehe ich übrigens hauptsächlich auf die deutsche Edition ein, da es sich auf meinem Kanal auch stets um die deutsche Edition handelt. Selten erwähne ich mal etwas zur japanischen oder englischen Edition. Im Intro erklärt uns Professor Eich die Pokémon-Welt. Dabei präsentiert er uns ein Nidorino. Der Ruf des Pokémon ist aber von Nidorina. Da es gerade um den Ruf geht, im ganzen Spiel gibt es nur 37 verschiedene Rufe. Die wurden dann leicht modifiziert, damit jedes der 151 Pokémon einen eigenen Ruf hat. Man konnte im Code des Spiels entdecken, dass zu Beginn der Entwicklung noch zwei weitere Namen für Rot und Gary zur Auswahl standen. Einerseits Nintendo für Rot und Sony für Gary. Als kleiner Gag bezüglich Konkurrenz von Nintendo und Sony. Es gab ja sogar mal die Zeit, wo beide Firmen gemeinsam eine Konsole herausgeben wollten. Falls ihr ein legitimes Mew im Spielverlauf fangen möchtet, ist es am sinnvollsten, gleich zu Beginn des Spiels euren Charakter mit GF zu benennen. Denn GF steht für die Abkürzung Game Freak. Sobald man sich im Haus von Rot befindet, besteht auch schon die erste Möglichkeit des Glitchen. Wenn man den eigenen Charakter und den von Gary richtig ausgewählt hat, kann man den Save Corruption Glitch ausführen. Dafür stellt man sich an diese Stelle und beim Speichern muss man zur richtigen Zeit resetten. Timing ist hier das Wichtigste. Nun hat man die Möglichkeit, das Pokémon-Menü zu öffnen. Hier tauscht man zwei Pokémon. Das macht man ebenfalls im verbuggten Item-Menü. Abschließend wirft man eine gewisse Anzahl weg. Dadurch bestimmt man, wohin man möchte. Damit ist es möglich, unter 2 Minuten zur Hall of Fame zu kommen. Mit diesem Glitch kann man sehr, sehr viele Dinge machen. Beispielsweise gibt es die Evoli-Fabrik. Dadurch könnt ihr dann ständig Evolis bekommen beim Anklicken des Arena-Schildes. Und noch viele weitere Dinge. Jedoch sind dies einfach Abänderungen dieses Glitches. Deshalb zeige ich hier nur diesen gezeigten auf, da es im Grunde immer derselbe Glitch ist. Sonst würde dieses Video Stunden dauern. So werde ich es auch mit den nachfolgenden Glitches machen und nicht immer alle Abänderungen aufzeigen. Kommen wir zum nächsten Fact. Es ist möglich, dass man gleich in Alabastia das Spiel zum Einfrieren bringt. Dafür muss man diesen NPC hier immer wieder blockieren. Befindet sich die Frau dann endlich im hohen Gras, kann man das Gras betreten und Professor Eich hindert uns vom Weitergehen. Anschließend geschieht Folgendes. Wir bleiben stecken und müssen resetten. Befindet man sich dann im Labor und darf das Starter-Pokémon aussuchen, gibt es in der gelben Edition einen kleinen Bug. Geht man zum Pokéball, der auf dem Tisch steht und wählt ihn aus, lässt den A-Knopf aber nicht los, so geht das Spiel nicht weiter, die Musik aber schon. Erst sobald man den A-Knopf wieder loslässt, geht das Spiel weiter. Sobald man einen Starter ausgewählt hat, besteht die Möglichkeit, sich die Spieler-ID anzuschauen.
Für ein legitimes Mew bräuchtet ihr die Nummer 22.796. Wenn ihr diese Zahl ohne Glitch erreichen möchtet, dann kann ich euch sagen, dass ihr beim Starten eines neuen Spiels die Chance von 1 zu 65.535 habt. Also eine Chance von 0,00015%. Ihr könnt nämlich die Zahl 1 bis 65.535 haben. Die Pokémon-gegnerischen Trainer verlieren nie AP. Die gelbe Edition ist stark an den Anime angelehnt. Deshalb bleibt Pikachu auch nicht im Ball. Ebenfalls mag euch Pikachu zu Beginn des Spiels nicht. Pikachu kann angeklickt werden, um den Gemütszustand anzusehen. Es gibt über 20 verschiedene Emotions. Pikachu ist aber sehr leicht glücklich zu machen. Dafür holt einfach schnell einen Trank, beispielsweise von diesem NPC hier, und achtet darauf, dass Pikachus KP voll sind. Wählt nun den Trank aus und gebt ihm Pikachu ständig, auch wenn es angeblich keinen Effekt hat. Interagiert ihr dann wieder mit Pikachu, wird es glücklicher und glücklicher. Das erleichtert euch das Holen von allen drei First-Gen-Starter-Pokémon im späteren Spielverlauf. Früher gab es das Gerücht, dass sich in diesem Gras neben Alabastia besonders starke Pokémon aufhalten würden. Wenn man das überprüfen möchte, gibt's einfach einen Freeze. Kommen wir nochmals zu diesem NPC. Dieser NPC teilt uns mit, dass er im Pokémark von Vatania City arbeitet und er uns als Werbegeschenk einen Trank schenkt. Gehen wir da dann aber einkaufen, gibt's keinen Trank zu kaufen. In der japanischen Edition ist es möglich, sehr früh im Spiel festzustecken. Denn wenn man in der japanischen Edition das Starter-Pokémon bereits weiterentwickelt und Professor Eich das Paket noch nicht bekommen hat, nimmt er das Paket nicht mehr an und man kommt nicht weiter. In der deutschen Edition gibt es damit keine Probleme und auch die Weiterentwicklung wird im Pokédex angezeigt. Der alte Mann hindert uns zu Beginn des Spiels daran, weiterzugehen. Später erfahren wir, dass er endlich seinen Kaffee bekommen hat. In der originalen japanischen Version berichtet uns der Alte, dass er betrunken war und starke Kopfschmerzen hat. In der zweiten Generation ist es nicht möglich, nicht an die 5 Pokébälle zu kommen, die der Gehilfe im Labor dem Protagonisten mit auf die Reise gibt. Doch auch in der ersten Generation ist es möglich, 5 Pokébälle zu erhalten. Wenn man hier Gary besiegt und nur das Starter-Pokémon hat, das heißt, das Starter-Pokémon darf sich noch nicht entwickelt haben, ebenfalls darf man noch keinen Pokéball gekauft und auch keinen aufgelesen haben. Dann kann man zurück zu Professor Eich gehen, dadurch überreicht er einem 5 Pokébälle. In der deutschen Edition hat sich hier ein kleiner Bug eingeschlichen, denn im Text gibt es eine Überlappung, wie ihr hier seht. Kommen wir zum Pokémon-Klonen. In der zweiten Generation ist das Klonen von Pokémon mit dem PC sehr bekannt. Dass dies aber auch in der ersten Generation geht, wissen viele nicht. Wohl auch deshalb, da man hier nur 4 Frames zur Verfügung hat, dass das Klonen auch klappt. Das ist sehr wenig. In den meisten Fällen wird die Save-File beschädigt. Genau gleich wie in der zweiten Generation stellt ihr euch vor den PC hin, speichert ab und legt das Pokémon ab. Danach wechselt ihr die Box. Nun müsst ihr im richtigen Moment beim Auffordern des Speichern die Konsole resetten. Habt ihr den richtigen Moment erwischt, habt ihr das Pokémon sowohl in der Box als auch im Team. Der viel sichere Weg des Klonen geht über ein Link-Kabel. Ein Spieler gibt dem anderen ein unbrauchbares Pokémon. Der andere Spieler tauscht das starke Pokémon. Wenn der Tausch nun vollzogen ist und dieser Text erscheint, muss der Spieler die Konsole resetten, welche das unbrauchbare Pokémon erhalten hat. Hier bei mir war es gerade sehr knapp, man sollte die Konsole beim Text resetten. Es hat aber trotzdem noch geklappt. Danach seht ihr hier, haben beide Spieler das gute Pokémon. Wenn ihr dann zum Vatania-Wald geht, könnt ihr in der gelben Edition eine Göre entdecken, die fälschlicherweise auf dem Gras anstatt im Gras steht. Setzt ihr im Spiel übrigens Energiefokus ein, sollte ja die Volltrefferquote um 2 steigen. Stattdessen sinkt der Wert um 4. Das Pokémon Pikachu war bereits vor Erscheinen des Anime ein sehr beliebtes Pokémon einer Mitarbeiterin, einer Game Designerin. Da sie nicht wollte, dass jeder Spieler dieses süße Pokémon einfach spielen konnte, ist die Häufigkeit des Pokémon gerade mal 5% im Vatania-Wald. Im späteren Spielverlauf kann es dann aber auch im Kraftwerk
mit einer Häufigkeit von 25% gefangen werden. Im Vertania-Wald habt ihr dann gleich die nächste Möglichkeit, einen Glitch auszuführen. Dafür solltet ihr nur ein Pokémon im Team haben, welches vergiftet sein sollte. Dann geht ihr vor diesen NPC hier hin. Das Ereignis mit dem wilden Pokémon muss zuerst eintreffen und nicht der Kampf gegen den NPC. Der Kampf gegen das wilde Pokémon müsst ihr verlieren. Dadurch entsteht im Vertania-Wald eine Glitchzone. In der gelben Edition ist es einfacher, denn hier müsst ihr euch lediglich vor diesen Trainer hier hinstellen, sofort die Starttaste drücken, also bevor der NPC mit euch interagiert. Dann verwendet ihr das Fluchtseil. Wenn ihr die Glitchzone wieder betretet, werdet ihr einem Pokémon begegnen. Und zwar bestimmt der Spezialwert des zuletzt gesehenen Pokémon, welches Pokémon euch begegnen wird. Dieses Nidoran hatte den passenden Spezialwert für ein Bisaknosp. Wenn man beim Kampf gegen Nidoran 6x Heuler einsetzt, reduziert sich das Level des später auftretenden Pokémon, also Bisaknosp von 7 auf 1. Level 1 ist im regulären Spielverlauf bei keinem Pokémon anzutreffen. Es gibt einige Pokémon, bei denen der EXP Underflow Glitch funktioniert. Bisaknosp ist eines davon. Wenn ihr also ein Bisaknosp auf Level 1 fangt, könnt ihr folgenden Glitch anwenden. Denn wenn ihr mit einem Level 1 Pokémon kämpft und das Pokémon erreicht nicht genügend Erfahrungspunkte für Level 2, wird es auf Level 100 gepusht. Dadurch kann man ein Bisaflor Level 100 vor Rocco holen. Gehen wir nun zum Escape Cable Club Glitch. Dieser Glitch funktioniert mit dieser Variante nur auf der roten Edition. Ihr könnt nämlich aus dem Handelscenter oder aus dem Kolosseum flüchten. Dafür müsst ihr am besten einfach nur ein Pokémon bei euch tragen, welches vergiftet ist. Wenn ihr dann in den besagten Räumen K.O. geht, kommt ihr zurück zum Pokécenter. Dies wurde in der gelben Edition gefixt. Abspeichern könnt ihr jetzt, indem ihr die Boxwechseloption verwendet. Die beiden zuletzt genannten Glitches könnt ihr ausnutzen, um beispielsweise ein Level 100 Turtok vor Rocco zu holen. Dafür müsst ihr ins Handelscenter gehen. Euer Spielpartner braucht das Pokémon mit dem passenden Spezialwert. Im Handelscenter müsst ihr den Tausch-PC anklicken und dann abbrechen. Dadurch sind die Daten des Spielpartners in eurer Memory vorhanden. Wenn ihr dann draußen seid, müsst ihr gegen Gary kämpfen. Er wird dieselben Pokémon verwenden wie euer Tauschpartner. Verwendet wieder 6x Heuler bei dem Pokémon, das den passenden Spezialwert hat, und geht dann zur Glitchzone. Nun fangt das Pokémon und ihr könnt wieder den Underflow Glitch verwenden. Dadurch habt ihr euer Level 100 Turtok. In der roten/blauen Edition ist es möglich, alle Pokémon im PC abzulegen und nur noch mit einem besiegten Pokémon umherzulaufen. Anstatt gleich K.O. zu gehen, könnt ihr je nachdem einen oder mehrere Schritte gehen. Wenn ihr dann immer wieder abspeichert, könnt ihr eine beliebige Strecke zurücklegen, ohne ein kampffähiges Pokémon zu besitzen. Der nächste Fact ist leider ein trauriger Fact, denn im Museum von Marmoria City findet gerade eine Raumfahrtsausstellung statt. Hier könnt ihr das Modell eines Space Shuttle begutachten. Wenn ihr das Modell dann auch noch anklickt, steht Space Shuttle Columbia. Im Jahre 2003 explodierte das Space Shuttle beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Alle 7 Crewmitglieder starben. Nach diesem Vorfall wurde das Wort Columbia in den Remakes Feuerrot und Blattgrün entfernt. Lediglich in den japanischen Remakes ließ man das Wort stehen. In der englischen und japanischen Edition ist es möglich, Rocco zu überspringen. In der deutschen Edition wurde dies gefixt. Trotzdem habe ich in einem Video aufgezeigt, dass dies über Umwege möglich ist. Denn in Pokémon Stadium 2 konnte man neben Pokémon auch Items tauschen unter derselben Generation. Wenn ihr also auf einem Modul bereits nachfolgende Glitch-Items geholt habt, könnt ihr die auf die Edition tauschen, auf die ihr Rocco überspringen wollt. Denn in der ersten Generation gibt es mehrere Glitch-Items. Darunter befindet sich beispielsweise dieses Item. Dadurch könnt ihr Büsche umgehen. Oder ihr könnt das sogenannte Surfboard verwenden. Mit diesem Glitch-Item könnt ihr ohne surfendes Pokémon surfen. Dieser NPC erzählt uns, dass sie beinahe über einen Kleinstein gestolpert wäre. Die Daten von Kleinstein zeigen aber, dass es gut 40 cm groß ist. In diesem Pokémon Center gibt es das einzige Pokémon, das ihr mit echten Pokédollar kaufen könnt. Und zwar ein Carpador auf Level 5.
Es gibt eine Illustration, welche noch in einer frühen Entwicklungsphase gezeichnet wurde, in der man erkennen kann, dass geplant war, Pokémon in Shops zu kaufen. Grundsätzlich sind NPCs nur ansprechbar, indem man gleich neben ihnen steht. Die NPC-Dame, die aber fürs Link-Kabel zuständig ist, kann man mit einer größeren Distanz ansprechen. Ein kleiner Bug hat sich in den Statuen der Pokémon-Arenen eingeschlichen, denn in diesen könnt ihr Pokémon angeln. Ebenfalls ist es in der Arena von Misty möglich, einmal gleich auf dem NPC zu landen, wenn ihr Surfer einsetzt, oder hier neben diesem NPC Surfer einzusetzen und dann Surfer wieder abzulegen. Ihr könnt dann einfach wieder Surfer einsetzen. Nun zeige ich euch den wohl bekanntesten Glitch neben dem Missing No Glitch, und zwar der Mew Glitch. Der Mew Glitch ist aber eigentlich ein Long Trainer Escape Glitch. Im Grunde genommen ist es die gleiche Variante wie beim Vertania Wald. Dafür braucht ihr hier ein Abra. Dann geht ihr hier oben vor den Trainer hin, verwendet im richtigen Moment wieder die Starttaste und teleportiert euch zurück. Nun geht die Starttaste nicht mehr. Dafür müsst ihr gegen einen Trainer kämpfen mit mindestens 2 Schritte Abstand. Für den Mew Glitch verwendet ihr diesen Trainer hier. Denn das Phlegmon hat den Spezialwert, der zu Mew gehört. Ebenfalls gibt es einen passenden Trainer in der Arena von Misty. Betretet ihr anschließend die Glitch-Zone, begegnet ihr einem Mew. Mew gehört ebenfalls zu den Pokémon, bei denen ihr den Underflow-Glitch anwenden könnt. Also 6-mal Heuler einsetzen gegen Phlegmon und anschließend pusht ihr das Pokémon auf Level 100. Mit dieser Glitch-Variante könnt ihr hunderte Sachen machen. Ich gehe aber später nur auf einige ein. Dieses Mew könnt ihr aber nicht mit dem Pokémover verwenden. Denn es ist anhand der ID-Nummer kein legitimes Mew. Mew ist übrigens das erste Pokémon, welches einen Copyright-Eintrag hatte, und zwar mehrere Jahre bevor die Pokémon-Spiele überhaupt erschienen sind, und zwar 1990. Das Spiel erschien aber erst 1996. Witzigerweise war es dann aber das letzte Pokémon, das ins Spiel einprogrammiert wurde. Bezüglich Programmierung kann man auch noch sagen, dass es so scheint, dass zu Beginn 190 Pokémon eingeplant waren. Bezüglich Memory-Limitierung gab es am Ende 151. Die Vermutung beruht daher, dass die Indexnummern von 1 für Rihorn bis 190 für Satzenia geht. Bei den Lücken begegnet man Glitch-Pokémon. Mit dem Long Trainer Escape Glitch könnt ihr auch ganz einfach Turtok, Bisaflor und Glurak auf Level 100 erhalten, bevor ihr Misty besiegt habt. Dafür habe ich ebenfalls ein Tutorial-Video hochgeladen, denn mit Misty könnt ihr euch ein Missing No holen, dadurch könnt ihr ein Sonderbonbon vervielfältigen und euer Starter-Pokémon Glumanda hochleben. Mit diesem Trainer hier könnt ihr euch ein Turtok holen und mit Hornliu ein Bisa-Knosp. Es gab einst das Gerücht, dass sich hinter Bills Haus ein geheimer Garten befindet. Darin sollten sich natürlich auch wieder besonders seltene und starke Pokémon befinden. Wenn man das kontrolliert, findet man leider kein einziges Stückchen Gras. Wenn ihr eine Attacke verwendet, die effektiv oder nicht effektiv gegen ein gegnerisches Pokémon ist, dann wird euch das mit Hilfe eines Textes mitgeteilt. Das Spiel überprüft immer zuerst die Attacke und vergleicht es mit dem ersten Typen des Pokémon und anschließend mit dem zweiten Typen des Pokémon. Angezeigt wird aber nur der Text mit dem zweiten Typen des Pokémon. Verwendet ihr beispielsweise eine Pflanzenattacke gegen Gyarados, lest ihr, dass die Attacke nicht effektiv ist. Wenn ihr ein Pokémon aus der zweiten Generation in die erste Generation tauscht, kann es sein, dass gewisse Attacken, welche in der ersten Generation noch nicht vorhanden waren, mit Glitch-Attacken ersetzt werden, wie beispielsweise mit TM-Attacken. Je nachdem, welche Glitch-Attacke es ist, gibt es andere Effekte. Nun geht's zum Entwicklungsstein-Glitch. Es ist möglich, dass ihr die Entwicklungssteine mit einem Pokémon ersetzen könnt. Dafür benötigt ihr das Pokémon, das ihr entwickeln wollt. Es sollte möglichst wenig EP benötigen für das nächste Level. Anschließend benötigt ihr das Pokémon, das als Entwicklungsstein-Ersatz dient. Hier beispielsweise Fukano. Fukano dient als Donnerstein. In einem Kampf muss nun das zu entwickelnde Pokémon und das Steinersatz-Pokémon zum Zuge kommen. Pikachu wird hier ausgetauscht und Fukano besiegt das Habitak. Pikachu erreicht das nächste Level und entwickelt sich gleich zu Raichu. Das ist der Entwicklungsstein-Glitch. Wenn ihr mit einem Pokémon die Attacke Explosion einsetzt und dadurch K.O. geht,
ertönt die Musik, als hättet ihr gewonnen. Anschließend der Instant Text Glitch. Dafür hier kurz ein Beispiel. Wenn ihr normal mit einem NPC sprecht, erscheint der Text immer fließend. Geht nun zum Fahrradgeschäft und drückt hier ständig B, bis der Text zu Ende ist. Nun werden alle Texte sofort komplett ausgeschrieben erscheinen. Dies ändert sich erst wieder, wenn ihr einen erneuten Text mit Ja oder Nein beantworten könnt. Es ist in der roten und blauen deutschen Edition möglich, ein Mewtwo zu fangen, bevor ihr den zweiten Orden holen müsst. Dafür erstellt ihr zwei Glitch-Zonen, eine hier und eine hier. Anschließend müsst ihr mit diesem NPC hier reden. Jeder Tausch-NPC lädt Daten in die Stelle CD2D der Memory. Dort ist der Spezialwert der begegneten Pokémon zu finden, also des zuletzt begegneten Pokémon. Mit diesem Wert begegnet euch in der ersten Glitch-Zone ein Relaxo. Wenn Relaxo der richtige Wert hatte und ihr dann in die zweite Glitch-Zone gelangt, begegnet euch ein Mewtwo. In der gelben Edition ist das Beste, was ihr mit zwei Glitch-Zonen hier machen könnt, ein stabiles Missing No. Zu Missing No später mehr. Normalerweise könnt ihr die MSN nach erfolgreichem Verlassen nicht mehr betreten. Wenn ihr aber wie folgt vorgeht, könnt ihr sie später erneut betreten. Speichert einfach vor dem NPC ab, schaut in die richtige Richtung, macht einen Reset und verwendet Surfer. Dadurch gelangt ihr automatisch zu MSN. Wegen diesem NPC gab es einst das Gerücht, dass die MSN nach 100 Stunden Spielzeit zurückkommt. Eines der bekanntesten Gerüchte, welche später auch in Remakes seine Anerkennung bekommen hat, ist das Gerücht, dass sich Mew unter dem Truck neben der MSN befunden hätte. Kontrolliert man aber den Truck, ist so wie immer eigentlich nichts zu finden. Nachdem ihr den Zerschneider geholt habt, ist es möglich, dass ihr auf einem Busch landet. Dafür einfach Zerschneider einsetzen, speichern, resetten und schon steht ihr auf dem Baum. Zerschneider kann man nicht nur für Büsche verwenden, sondern auch für hohes Gras. Wenn ihr gegen Major Bob kämpfen wollt, müsst ihr zuerst zwei Schalter finden. Wenn ihr einen Schalter gefunden habt, befindet sich der zweite immer eins daneben, also habt ihr eine 50% Chance, den zweiten Schalter zu finden. Major Bob gab den Anlass für ein Gerücht, dass kurz bevor ihr das Abenteuer startet, ein Krieg geherrscht hat. Denn Major Bob macht folgende Aussage. Ebenfalls gibt es noch viele weitere Details, die dies bestätigen könnten. Wenn es euch interessiert, ist Google euer Freund. Der Long Trainer Escape Glitch hat viele Side Effects, also Effekte, die auftreten, wenn man den Glitch ausführt. Der nützlichste ist der Relaxo Side Effect. Denn wenn ihr vor dem Glitchen Relaxo anklickt, ist Relaxo nach Betreten der Glitchzone verschwunden. Beispielsweise verschwindet auch hier der Polizist und so weiter. Nachfolgend der Zero Error Bug. Der Zero Error Bug ist das nächste Thema. Wenn ihr vor Betreten der Glitchzone mit diesem NPC redet, kämpft ihr anschließend gegen eine Trainerin. Je nachdem mehrmals. Ist der Kampf dann zu Ende, treten Effekte auf wie flimmernde NPCs, ihr könnt nur sehr schlecht laufen und so weiter. In der ersten Generation ist es möglich, dass ihr durch Levelaufstieg erlernbare Attacken nicht erlernen könnt. Denn beispielsweise würde Taubsi auf Level 4 Sandwirbel erlernen. Wenn Taubsi aber mehr EP erhält und gleich ein höheres Level erreicht, wird das Erlernen der Attacke übersprungen. Ebenfalls hier könnt ihr einen unsichtbaren Pokémarkt verwenden. Das wird durch den sogenannten Text-ID Matchmaking ausgelöst. Dafür benötigt es ein paar Voraussetzungen. Die letzte ist, dass ihr dieses Schild hier anklickt in der gelben Edition. In der roten und blauen Edition müsst ihr das Schild vor dem Hafen zur MSN anklicken. Begebt ihr euch dann in die Glitchzone, habt ihr einen Pokémarkt. Hier könnt ihr unterschiedliche Glitch-Items und normale Items kaufen. Auch der beliebte Meisterball gibt's gratis. Viele haben sich damals wohl gefragt, warum kann ein Pokémon mit Donnerblitz oder ähnlichem die Höhle nicht erhellen. In der gelben Edition ist es so, dass wenn Pikachu Donnerblitz lernt, kann es für eine gewisse Zeit die Höhle erhellen. Dafür müsst ihr einfach Pikachu anklicken und ihr seht eines der vielen Emotions.
Dies könnt ihr aber nur für kurze Zeit machen, nachdem Pikachu die Attacke gelernt hat. Wenn ein gegnerisches Pokémon Finale einsetzt und das eigene Pokémon hat den Delegator eingesetzt, kämpft man gegen ein unsichtbares Pokémon. In Prismania City gibt es im Pokémon Hotel den durchsichtigen PC. Das Hotel ist gleich wie ein Pokécenter aufgebaut und zu Beginn der Entwicklung sollten Pokémon eigentlich in Hotels geheilt werden. In Prismania City gibt es das Büro von Game Freak, den Entwicklern von Pokémon. Im Spiel begegnet man niemals dem Vater von Rot. Das Ganze ist ein beliebtes Thema. Der einzige Hinweis, den man im Spiel direkt bekommt, findet ihr ebenfalls in Prismania City. Denn im Einkaufszentrum könnt ihr bei einem Spiel folgenden Text lesen. Ebenfalls wurde im Jahre 2019 ein Leak bekannt, dass im Code einer sehr frühen Entwicklungsphase des Spiels ein Sprite existierte, der mit Vater oder Dad betitelt war. Somit war es wahrscheinlich geplant, dass man dem Vater von Rot irgendwann begegnet. Jedoch entschied man sich dann irgendwann gewollt oder wegen Memory-Limitierung dagegen. Ebenfalls ein witziger Text ist bei diesem Poster zu lesen. Die Frage stellt sich, wer sollte in einer Pokémon-Welt Pokémon-Spiele auf einem Gameboy spielen? Wenn ihr genügend Geld für ein Tafelwasser habt, aber nicht genügend Geld beispielsweise für eine Limonade, dann könnt ihr das teurere Getränk trotzdem kaufen. Euer Geld ist danach einfach auf Null. Benutzt man einen Lift, bewegt es sich auch, obwohl man denselben Stock auswählt, in dem man sich gerade befindet. Im Team Rocket Quartier unter der Spielhalle, wenn ihr den Trainer besiegt mit dem Türöffner, könnt ihr ihn von links ansprechen. Dadurch lässt er das Item auf euch fallen und ihr steht sozusagen auf dem Item. Früher wurde das Spiel mit 3+ bewertet. In der Virtual Console, also viele Jahre später, wurde durch die Spielhalle das Alter auf 12+ gesetzt. Wenn ihr das Fahrrad ablegt und den Fahrradweg betreten wollt, erscheint hinten ein alter Opi. Dies ist der Amazing Man Glitch. Dieser Glitch ist an vielen Orten anzutreffen, ebenfalls bei der Nuggetbrücke, der Zinnoberinsel und auch an vielen weiteren Stellen. Es ist auch möglich, den Fahrradweg zu betreten ohne Fahrrad. Wenn ihr einfach ständig B und nach links drückt, kommt ihr ohne Fahrrad auf den Weg. Wenn ihr auf dem Radweg seid und dann speichert, anschließend die Konsole resettet und ein neues Spiel startet, könnt ihr, wenn ihr noch nie K.O. gegangen seid und auch nie Teleport, Fliegen oder Ähnliches eingesetzt habt, nicht auf das Fahrrad steigen. Denn dann erscheint folgender Text. Das ist ein kleines Beispiel, dass nicht alle Daten in der Memory zurückgesetzt werden, wenn man ein neues Spiel startet. Deshalb sollte man am besten immer den alten Spielstand löschen. Auf dem Radweg ist es nicht erlaubt, Surfer einzusetzen, aus folgendem Grund. Verwendet ihr aber das Glitch-Item Surfboard, könnt ihr trotzdem surfen. Ebenfalls wenn ihr das Wasser verlasst, hat Rot es zu Fuß extrem eilig. Der Busch auf Route 14 lässt euch, nachdem ihr ihn entfernt habt, nicht mehr passieren, sofern ihr ihn für ein paar Schritte nach links verlasst und dann wieder zurück wollt. Ihr könnt dann nicht mehr durch. Wenn ihr weiterspielt, habt ihr die Möglichkeit, ein Ditto zu fangen. Ditto ist das einzige Pokémon mit einer Fangrate von 35. Ebenfalls ist es der tiefste Wert für ein Pokémon in der ersten Generation. Natürlich nebst den legendären Pokémon. Wenn ihr mit einem Ditto in einen Kampf geht und das gegnerische Pokémon Spiegeltrick einsetzen kann, könnt ihr dadurch ein Ditto fangen. Ihr setzt mit eurem Ditto Wandler ein und das gegnerische Pokémon setzt Spiegeltrick ein. Wenn ihr nun das Pokémon fangt, erhaltet ihr ein Ditto anstatt das eigentliche Pokémon. Mit Ditto könnt ihr den Ditto-Glitch ausführen. Und zwar erzeugt ihr einfach eine Glitchzone mit dem Long Trainer Escape Glitch. Da ja der Spezialwert des gegnerischen Pokémon bestimmt, welches Pokémon später auftaucht, kann man Ditto gezielt dafür verwenden, welches Pokémon man möchte. Denn wenn Ditto Wandler einsetzt, wird auch der Spezialwert eures Pokémon übernommen. Wenn ihr dann also zurück zur Glitchzone geht, begegnet euch das gewünschte Pokémon. Welches Pokémon mit welchem Spezialwert korrespondiert, findet ihr bei mir in der Beschreibung beim Glitch-Video oder natürlich auch einfach im Internet.
Steigt der Spezialwert über 190, werden euch auch Glitch-Trainer begegnen. Der bekannteste Glitch-Trainer ist Professor Eich. Denn eigentlich war Professor Eich als Endgegner geplant. Deshalb hat Professor Eich auch unterschiedliche Endentwicklungen der Starter-Pokémon, je nachdem wie oft ihr gegen Ditto Heule einsetzt. Wenn ihr den richtigen Spezialwert habt, könnt ihr den ZZAZZ-Glitch ausführen. Das ist eines der gefährlichsten Glitches, denn grundsätzlich wird eure Save-File beschädigt. Die einzige Möglichkeit, den Kampf zu verlassen, besteht darin, die Pokéflöte einzusetzen. Je nachdem sollte auch das Fluchtseil funktionieren. Euer Pokémon wird meistens mit einem Bisasam ersetzt und es kann nur noch Explosion. Hier gibt es dann viele verschiedene Effekte. Hier möchte ich nur noch ganz kurz meinen Senf dazugeben. Ich möchte absolut nicht die Pokémon-Historie des Glitchen zerstören, aber in den Pokémon-Spielen wird so gut wie alles, was es gibt, als Glitch bezeichnet. Obwohl das keinen Sinn macht. Ich stelle mir vor, nachdem man den Missing No Glitch oder den Mew Glitch entdeckt hat, hat man immer gleich alles als Glitch bezeichnet. Also wenn irgendwo ein Pixel blau anstatt rot war, nannte man den gleich den Pixel Glitch oder irgendwie so. Denn eigentlich ist der Unterschied zwischen einem Glitch und einem Bug der, dass ein Glitch einen Vorteil für den Spieler gibt, ein Bug aber einen negativen Effekt hat. Deshalb kann ich absolut nicht verstehen, warum beispielsweise der ZZAZZ-Glitch ein Glitch sein soll und kein Bug. Aber ja, wahrscheinlich nur meine persönliche Meinung. Ihr könnt gerne schreiben, ob ihr das auch so empfindet oder ob wirklich alles gleich ein Glitch ist. Weiter geht's. Nun gelangt ihr nach Fuchsania City. In der gelben Edition gibt es ein Minispiel, das ihr spielen könnt, sofern euer Pikachu Surfer kann. Ein surfendes Pikachu konnte nur mit Hilfe von Pokémon Stadium geholt werden. Oder mit Hilfe des ACE-Glitches, den ich später noch kurz zeige. In der Safari-Zone im Eingang gibt es ein Feld, bei dem euer Detektor aufschlägt. Das Item ist aber zu weit entfernt und das Spiel würde ihm einfrieren, wenn ihr es holen möchtet. Mit der Safari-Zone kann man vieles machen. Sehr bekannt ist der Sunnytown Glitch. Wenn ihr die Safari-Zone betretet, umkehrt, verneint und dann hier abspeichert, könnt ihr einen Reset machen. Danach, wenn ihr die Safari-Zone wieder verlasst, wird man euch fragen, ob ihr sie betreten wollt. Wenn ihr das verneint, könnt ihr die Safari-Zone verlassen. Die 500 Schritte werden aber noch vom ersten Besuch abgezählt. Je nachdem, wo ihr zuletzt oder in welcher Situation ihr zuletzt wart, gibt es andere Ergebnisse. Hier beispielsweise, wenn der Gong ertönt und ihr dann die Safari-Zone verlasst, gelangt ihr nach Sunnytown. In der gelben Edition ist dies die einzige Möglichkeit, um aus dem Cable Club zu entkommen, wenn der Gong im Cable Club ertönt. Wenn ihr ein vergiftetes Pokémon habt und dann beim Eingang K.O. geht, könnt ihr anschließend durch Wände gehen. Ebenfalls könnt ihr, wenn ihr beim Gong am Rotieren seid, den Sprite eures Charakters am PC für kurze Zeit verändern, je nachdem in welchem Pokécenter ihr seid. Dafür klickt ihr den PC an und haltet die linke Taste gedrückt und verlasst den PC mit B. In der ersten Generation gab es einige Sprites, welche falsch gezeichnet wurden. Da gibt es einige Pokémon, beispielsweise Smogon und so weiter. Das wohl am wenigsten beachtete Pokémon ist Dratini, denn dies ist die einzige Generation, in der Dratini mit Streifen gezeichnet wurde, also wie ein Wurm, was in späteren Spielen nie wieder zu finden ist. Nun gelangt ihr zur Zinnoberinsel. Auf der Zinnoberinsel gibt es eine Möglichkeit, dass man in eine Endlosschleife geht und ihr nur noch durch einen Reset weiterspielen könnt. Ist die Tür zur Arena nämlich zu und der NPC befindet sich gleich darunter, geschieht folgendes. Auf der Zinnoberinsel hat sich ein Übersetzungsfehler eingeschlichen, und zwar bei diesem NPC, der mit euch tauschen möchte. Nach dem Tausch erzählt er euch, sein Raichu hätte sich entwickelt. Dies beruht daher, dass man im Original einen Georock tauschen konnte und sich in ein Geowatz hätte entwickeln sollen. Durch diesen Übersetzungsfehler dachte man zuerst, als das Pokémon Meryl geleakt wurde, dass es sich dabei um die Weiterentwicklung von Raichu handelte. Der rechte Rand der Zinnoberinsel bietet die Möglichkeit, dass man Pokémon fangen kann mit den Daten von dem Standort,
den man zuletzt betreten hatte. Also wenn ihr in der Safari-Zone das Fluchtseil verwendet, könnt ihr hier Safari-Pokémon fangen. Dasselbe wird für den sehr bekannten Missing No Glitch verwendet. Vertania City weist nämlich keine Daten für Pokémon auf. Wenn ihr nun das Fangszenario des alten Mannes anschaut und anschließend direkt zur Zinnoberinsel gelangt, könnt ihr hier am rechten Rand Glitch-Pokémon finden. Und natürlich auch das bekannteste Glitch-Pokémon, Missing No. Missing No ist ein Mutations-Glitch-Pokémon. Denn wenn ihr einem Missing No begegnet, wird das Item an der 6. Stelle um 128 erhöht. Ihr könnt dann das Item an der 6. Stelle austauschen und das Pokémon fangen. Dadurch wird erneut das Item an der 6. Stelle erhöht. Das heißt, ihr hättet dann den Nutzen von Missing No gleich zweimal ausgenutzt. In der gelben Edition ist dies behoben. Da könnt ihr anhand des Ditto-Glitches leicht einem stabilen Missing No begegnen. Das Wort stabil deshalb, weil die meisten Glitch-Pokémon in der gelben Edition das Spiel zum Absturz bringen. Grundsätzlich haben nur Arenaleiter 6 Pokémon im Team. Es gibt aber eine einzige Ausnahme. Dieser Trainer überrascht euch mit gleich 6 Karpadors. So wie es aussieht, ist auch sein ganzer PC mit Karpadors übersät. Wenn ihr das Fahrrad in einer Höhle verwendet und in eine Grube fallt, ertönt weiterhin die Fahrradmelodie, obwohl ihr nicht mehr das Fahrrad benutzt. Habt ihr alle 151 Pokémon im Pokédex eingetragen, schaltet ihr folgenden Text frei. Nebst dem Missing No gibt es noch ein weiteres Mutations-Pokémon, und zwar das Pokémon 94 oder PPKMNP, je nachdem, welche Edition ihr verwendet. In der gelben Edition ist es einfacher zu holen. Das Item an der 5. Stelle verändert sich dann. Es sind jedoch nicht alle Items änderbar. In der roten und blauen Edition braucht man dafür das Pokémon 94. Hier kann man den Cool Trainer Double Glitch anwenden. Mit einem Ditto kann man den Cool Trainer Glitch ausführen. Dies funktioniert dadurch, dass ihr euch in ein Pokémon transformieren müsst. Danach tauscht ihr mit Select die Attacken. Wenn ihr nach dem Kampf die Attacken von Ditto überprüft, könnt ihr sehen, dass Ditto keine Attacken mehr hat. Wenn ihr in einem Fighting-Text Kampf anklickt, kann es sein, dass der Bildschirm verglitscht wird. Wenn nicht, drückt einfach wieder B und wieder A, bis es hinhaut. Danach müsst ihr noch ein Pokémon so vorbereiten, dass danach ein 94 gefangen wird. Dadurch ändert sich das Item ebenfalls an der 5. Stelle. Wofür werden nun diese Pokémon genau benötigt? Und zwar kommen wir nun zum Abschlussglitch, und zwar dem Arbitrary Code Execution. Das ist der mit Abstand stärkste Glitch, den es im Spiel gibt. Ich habe größere Tutorials gemacht, einmal für die gelbe Edition und einmal für die rote und blaue Edition. In der roten / blauen Edition benötigt ihr dafür das Glitch-Item S7. S7 steht für Stock 7. Im Englischen wird das Item 8F für 8 Floor benötigt. Dies sind aber dieselben Items, es hängt einfach damit zusammen, dass das Item 1F für First Floor bei uns das Erdgeschoss ist. Somit ist der zweite Floor bei uns die erste Etage. Wenn ihr das Item habt, benötigt ihr noch Pokémon mit entsprechenden Werten, welche in der richtigen Reihenfolge in eurem Team sein müssen. Danach könnt ihr mit dem Item Adressen in der Memory abändern. In der gelben Edition ist es das WSM-Item, das ihr benötigt. Und da müsst ihr Pokémon mit den richtigen Werten in der aktiven Box ablegen. Wenn ihr das alles vorbereitet habt, könnt ihr beispielsweise euren Namen in GF ändern und die Spieler-ID so abändern, dass ihr den Wert 22.793 habt. Dadurch könnt ihr ein legitimes Mew fangen, welches ihr auf neuere Generationen tauschen könnt. Ihr könnt jedes Item holen, das ihr möchtet und auch gleich in x-beliebiger Anzahl. Wenn ihr schon immer ein Shiny Shiggy haben wolltet, dann könnt ihr euch dies auch ganz einfach generieren.
Ebenfalls könnt ihr gegnerische Pokémon fangen, natürlich könnt ihr auch durch Wände gehen. Ebenfalls habe ich aufgezeigt, wie ihr die Itemliste haben müsst, damit ihr ein Pokémon generieren könnt, das dann beim Rübertauschen ein Pokémon der zweiten Generation wird, also beispielsweise ein Lugia. Ebenfalls habe ich aufgezeigt, wie ihr das zu tauschende Pokémon gleich noch in ein Shiny ändern könnt. Ihr könnt eurem Pokémon jede beliebige Attacke beibringen, Pikachu kann dadurch Surfer erlernen und. Mit diesem Glied steht euch eigentlich alles offen. Mir ist absolut bewusst, dass es noch weitere Bugs und Facts gibt, die ich nicht erwähnt habe. Doch es ging mir hauptsächlich um Glitches und ich hoffe, dass ich damit eigentlich alle abgedeckt habe. Vielleicht findet der eine oder andere noch weitere neue Glitches, die keine Abänderungen der hier gezeigten Glitches sind, dann würde ich mich gerne über Kommentare freuen. Zum Abschluss möchte ich noch kurz ein paar Fakten erwähnen, die ich für die erste Generation durchaus noch als wichtig empfinde. Nintendo glaubte damals nicht an den Erfolg von Pokémon. Trotzdem kamen in Japan die grüne und rote Edition 1996 raus. Knapp 8 Monate später erschien dann die überarbeitete blaue Version. 2 Jahre später kamen die Editionen auf Englisch heraus. Und dann, ein Jahr später, kamen die Spiele in mehrere Sprachen heraus, darunter auch in Deutsch. Da spätere Editionen grundsätzlich überarbeitet sind, hat die deutsche Edition logischerweise auch weniger Glitches anzubieten als die englische und die ersten japanischen Editionen. In der grünen japanischen Edition hätte eigentlich ein weiblicher Trainer spielbar sein sollen. Doch wegen Hardware-Beschränkungen verzichtete man später darauf. Dies kann man jedoch nach wie vor auf alten, offiziellen Strategy Guides entdecken. Die weibliche Protagonistin feierte jedoch viele Jahre später ihren Auftritt in Games. Und auch im TCG kommt sie vor. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Infos mitteilen, die ihr vorher noch nicht kanntet. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute.